Grüßen, ich bin Stefan von den Magitex Buddies und heute habe ich die Balzin von Magitex für euch. Von Magitex, von dieser Saison 15, 16 Magitex Balzin. Richtig geil auf jeden Fall hier. Hier können wir nochmal sehen. Eine 60 Karten plus eine limitierte Karte in Gold, Silber oder in Bronze. Und dann goldene sind in jeder 8. Silberne in jeder 4. und Bronze in jeder 5 von 8. Das heißt, keine Ahnung, mehr auf jeden Fall, mehr als 50% die Wahrscheinlichkeit, dass wir Bronze bekommen. Aber 60 Karten sind da drin, auf jeden Fall richtig geil. Und dann machen wir das doch auch mal direkt auf. Hier das Plastik machen wir ab. Und dann öffnen wir die. Ich habe noch keine von denen geöffnet dieses Jahr. In dieser Moment. Hier, so sieht es von innen aus. Einmal hier so, wo die Karten drin stecken. Und dann einmal hier einfach so. Und dann ist hier, glaube ich, irgendein Fehler passiert. Und zwar einfach so, eine Karte liegt schon davor. Und zwar Auswärtstrikotkarte Marcelo. Mit 67 von Hannover 96. Hier, Marcelo war einfach so dabei. Und dann hier, ich zeige mal noch nicht, welche Limit es ist. Ich kann sie zwar schon sehen. Aber die zeige ich euch mal am Ende. Dann mache ich das Plastik ab, lege die limitierte Karte beiseite und dann gucken wir uns die anderen an. Matchwinner Insua vom VfB Stuttgart mit 76. Matchwinner Haris Seferovic mit 84 von Eintracht Frankfurt. Dann hier Offensivtrio von Darmstadt 98 mit 68, Kempe, Gondorf und Heller. Viererkette von Bayern 04 Leverkusen mit 88, Hilbert, Toprak, Jedwai und Wendell. Dann Offensivtrio von Borussia Dortmund, Mkhitaryan, Kakawa und Castro mit 83. Dann das Logo von Arminia Bielefeld, das Logo vom VfL Wolfsburg. Vom Karlsruhe SC, oder ja, das waren auch alle Special Karten, bis auf die Limit natürlich. Dann haben wir hier Lukas Hinterseher von FC Ingolstadt, Routinier Marco Russ von Eintracht Frankfurt, dann Starspieler Marvin Matip von Ingolstadt, dann Lukas Tanjos von Eintracht Frankfurt, Routinier Brigerie von FC Ingolstadt, dann von Eintracht Frankfurt Slobodan Medojevic. Vom VfB Stuttgart Georg Niedermeier mit 66 Abwehr. Vom FC Augsburg Raul Bobadilla mit 73 Angriff. Allrounder Luschek vom VfB Stuttgart. Starspieler Marvin Hitz vom FC Augsburg. Timo Baumgartl vom VfB Stuttgart mit 53. Dominik Kohr vom FC Augsburg mit 62. Didavi vom VfB Stuttgart mit 71. Max von Augsburg mit 60. Insua vom VfB Stuttgart mit 66. Rakaitskov oder so ähnlich, von St. Pauli mit 46. Ramaljo von Bayern 04 Leverkusen. Routinier Schulz von Hannover 96. Javier Hernandez mit 77 von Bayern 04 Leverkusen. Gülselam von Hannover 96. Jedwai von Bayern 04 Leverkusen. Was ist das? Freistoß-Spezialist Kiyotake von Hannover 96 mit 66. Andreasen von Hannover 96 mit 58. Starspieler Lars Bender mit 82 von Bayern 04 Leverkusen. Spielmacher Chaka mit 77 von Borussia Mönchengladbach. Zuli von Kräuter Fürth mit 44. Janschke von VfB
Ne, von Borussia Mönchengladbach natürlich. Mit 83. Starspieler Timo Horn von Köln mit 86. Routinier Stranzel mit 84 von Borussia Mönchengladbach. Maru vom 1. FC Köln. Torjäger Hermann mit 80 von Borussia Mönchengladbach. Vogt vom 1. FC Köln. Oh, hier ist einer runtergefallen. Und zwar Julian Korb von Gladbach mit 67. Dann haben wir eben schon gesehen, Dante vom VfL Wolfsburg mit 75. Brusinski von Mainz mit 64. Der Lord Niklas Bentner, 63, hat natürlich 120 verdient, wenn man mal ehrlich sein will. Auf jeden Fall hätte er mehr verdient, der Lord. Dann Moritz von Mainz mit 57. Torjäger Bastos, 82. Alexander Huber vom RSV Frankfurt mit 67. Elfmeterkönig Rodriguez 85. Niederlechner mit 69. Tim Klose von VfW Wolfsburg mit 73. Dann einmal umdrehen. Benatia mit 82 von Bayern München. Freistoßspezialist Slatko Junuzovic 79. Spielmacher Mario Götze mit 82. Johansson 74 von Werder Bremen. Torjäger Thomas Müller 87. Routinier Fritz von Werder Bremen. Freistoßspezialist David Alaba mit 83. Dann Stoppelkamp von Paderborn mit 68. Und dann die letzte Karte, Bernard von Bayern München mit 83. Und es waren dann 59 Karten, dann fehlt noch eine Karte. Nee, es waren 60 Karten, da war ja noch diese Marcelo-Karte einfach so dabei. Einfach so, keine Ahnung warum, haben sie einfach da geschenkt. Dann fehlt noch eine Karte und ist natürlich die limitierte. Und jetzt Trommelwirbel, welche ist es? Welche ist es? Hüntela! Prosse. Ja, Prosse limitierte Auflage von Klaas-Jan Hüntela. Ja, leider in Bronze, nicht in Gold oder in Silber. Nur in Bronze. Aber egal, besser als gar nicht. Klaas-Jan Hüntela. Richtig geil. Klaas-Jan Hüntela. Und auch die anderen Karten natürlich geil. Jupp. Yep. Und das war's dann hier von der Baltin, von den Match-Tags von 2015-2016. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Immer viele Videos, immer freitags und sonntags Pack-War und auch unter der Woche Pack-Openings. Ja, und dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Yeah.